Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war ja in letzter Zeit sehr viel unterwegs und natürlich auch sehr viel shoppen, weshalb es dann heute einen riesigen Haul gibt. Und ich fürchte gerade ein bisschen um mein Leben, denn es sind so viele Bücher. Und ich zeige euch mal kurz den Stapel. Ja! Deswegen, also ich fürchte hier wirklich um mein Leben. Ich habe nämlich große Angst, dass der mir einfach umkippt und dann auf mich fällt. Ja, dass ihr Bescheid wisst, es geht sofort los. Ich wollte euch nur diesen riesigen Stapel zeigen an Büchern. Es ist der helle Wahnsinn. Ihr seht den Stapel dort hinten. Ich bin selbst mal wieder komplett geschockt von dieser Menge. Aber ich muss sagen, also davon war noch einiges Vorbestellung. Und da kann ich halt nichts für, dass sie dann auf einmal hier auftauchen. Also, ja, das wollte ich nur schnell noch gesagt haben. Also, ja, ich bin völlig eskaliert schon wieder. Ich könnte ausrasten. Ich weiß nicht mehr, wo ich das Zeug noch hinstellen soll. Ich denke echt, mein Subwagen, der kracht hier bald einfach zusammen, weil ich einfach nur noch oben drauf stapel. Mal gucken. Ja, aber ich würde sagen, ich fange dann auch direkt an, die Bücher zu zeigen, weil, wie gesagt, es sind eine Menge, die wir hier abzuarbeiten haben. Ja, und zwar ist ja vor ja, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so, es ist noch nicht so lange her, da ist ein Buch rausgekommen, auf das ich mich seit langer, langer Zeit mal wieder so sehr gefreut habe. Einfach auf den Release. Also das hatte ich schon super lange nicht mehr, dass ich wirklich darauf hingefiebert habe und es dann auch noch am Tag des Erscheinens in der Buchhandlung kaufen konnte. Also das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht und das war, das ganze Feeling von früher war irgendwie so da. Das war absolut toll. Und zwar ist die Rede von Raiders of the Lost Heart von Joe Segura. Oh mein Gott, ich habe hier diese, ich glaube, die erste Flagge hatte hier diese pinken, wie heißt es immer, der pinke Farbschnitt. Ich wollte unbedingt mit diesem Pink haben. Ich finde das so genial. ja, hier geht es um eine Archäologin, die kann ihr Glück kaum fassen, denn sie bekommt die Chance, an einer Ausgrabung teilzunehmen, wo sie im Grunde ihr ganzes Leben drauf aufgebaut hat oder wo sie ihr ganzes Leben drauf hinarbeitet. Da gibt es nur einen großen Haken, und zwar ist sie nicht die Chefin, die diese Expedition leitet, sondern ihr Erzrivale ist es. Und da muss sie jetzt abwägen, möchte sie das wirklich machen und rauft sich irgendwie zusammen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Oder lässt sie ihren großen Traum einfach sausen. Ja, und wie gesagt, ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich muss sagen, zum Zeitpunkt jetzt, wo ich es filme, ich habe es, glaube ich, vorletzte Woche. Vor knapp 1,5 Wochen habe ich es gekauft. Ich habe es tatsächlich schon gelesen. Also ich musste es lesen sofort. Und ja, meine Meinung dazu dann im Lesemonat. Aber ja, das nur zu diesem Buch. Es durfte einziehen. Es ist sofort gelesen worden. Und so, als nächstes ein Buch. Das habe ich mir gar nicht selbst gekauft, sondern meine Mutti hat ihre Bücher mal durchgeguckt und hat ein bisschen aussortiert. Und da ja, hat sie mir dieses dann geschenkt, weil sie glaubt, es könnte etwas für mich sein. Und zwar ist es The Other Side, Es gibt kein Zurück von Stephen Mullen. Und es ist ein Thriller. Hier steht auch hinten tatsächlich nicht super viel drauf. Es geht wohl um einen Polizisten, der jahrelang undercover ermittelt hat und der dann aber mit der Zeit irgendwie nicht mehr so genau weiß, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse sind. Und also diese Grenzen verschwimmen dann irgendwie auch. Ja, also viel mehr weiß ich über dieses Buch nicht. Viel mehr steht hinten auch tatsächlich gar nicht drauf. Deswegen, das hört sich mal ganz interessant an. Also, das hat sie mir dann einfach ja, geschenkt. Und ich bin schon gespannt, wann ich es denn dann lesen werde und wie es mir dann gefallen wird. Dann muss ich sagen, ein ziemlicher spontan Dazukauf, wenn ich hatte halt online ein paar Bücher bestellt und da wurde mir das einfach vorgeschlagen. Und ich hatte das vorher tatsächlich noch nie gesehen. Aber ich glaube tatsächlich auch, das ist noch nicht so lange draußen. Ja, deswegen habe ich mir es einfach mal gekauft. Und zwar ist es ein Boys Love Manga. 10 erste Male, bevor ich 40 werde, von Mamita. Ich fand einfach, ich weiß nicht, das Cover einfach schon super, super süß. Und dann hier einfach diese zwei süßen kleinen, sind das Pinguin oder so. Ich finde es super süß. Und zwar hier geht es um einen, oder es ist halt eine, ich sag mal, eine Büroromanze im Sinne von, hier geht es um einen älteren Chef und seinen deutlich jüngeren Mitarbeiter. Ja, und dieser ältere Chef, der hat eben eine streng geheime Liste mit 10 Dingen, die er unbedingt noch erleben möchte, bevor er 40 Jahre alt wird. Und irgendwie
bekommt dann dieser jüngere Mitarbeiter, diese Liste zu Gesicht und der hilft ihm dann dabei, diese Punkte zu erfüllen. Und ich finde, das hört sich einfach super süß an. Ich hoffe, 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 es wird dir gefallen, weil, wie gesagt, es hört sich einfach nur total knuffig an und ich bin super gespannt auf diesen Manga. Dann eine Vorbestellung, die bei mir eingetroffen ist, ist ebenfalls ein Manga und zwar der fünfte Teil einer Reihe, nämlich Zombie Hide 6, der fünfte Teil. Hier auf der Kamera kommt es irgendwie gar nicht raus, wie Neon diese Farbe hier ist. Also es ist in echt, finde ich, sieht das Cover echt genial aus. Aber die anderen haben mir auch von der Farbgebung her super gefallen. Deswegen bin ich ganz froh, dass das hier auch ja, im Grunde sich einreiht. Und wie gesagt, hier kann ich nicht super viel zu sagen. Es ist der fünfte Teil einer Reihe. Hier spielt es grob in einer Zombie-Apokalypse. Und es ist eben auch eine Boys-Love-Geschichte, die tatsächlich ein bisschen anders ist, als ich dachte. Aber ja, bisher gefällt sie mir tatsächlich ganz gut und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, denn ich meine, der vierte Band hatte mit, ja, da wurde eine andere Story noch aufgegriffen, die ich super interessant fand oder eine sehr interessante Wendung. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann hier weitergeht. Tatsächlich ist der, glaube ich, aber viel dünner als die Vorgänger. Deswegen bin ich hier schon so ein bisschen, und wie lange müssen wir es warten? Oder ist es der Abschlussband? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier steht nichts von Abschlussband. Hier steht nichts von Abschlussband drauf, deswegen hoffe ich, wir bekommen dann auf jeden Fall auch noch einen sechsten Teil. Als nächstes habe ich hier tatsächlich ein Buch, was ich auch nicht selbst gekauft habe, was ich tatsächlich aber auf meiner Liste hatte. Aber meine Mutti hatte es auch und wie gesagt, sie hat jetzt mal durchgeguckt und hatte das dann tatsächlich auch mit aussortiert. Und zwar ist hier die Rede von Stephen King Fairy Tale. Ich bin super gespannt auf diese Geschichte. Ich finde das Cover schon mal ziemlich hübsch. Es ist hier sogar noch die eingeschweißt, deswegen reflektiert es vermutlich ein bisschen. Aber ich finde, es sieht super, super toll aus. Ich habe noch nicht super viel von Stephen King gelesen. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr, was ich alles von ihm gelesen habe. Aber ein Buch, was mir wirklich noch in Erinnerung, obwohl es wirklich schon Ewigkeiten her ist, seit ich es gelesen habe, aber das ist mir wirklich noch komplett in Erinnerung, nämlich Die Arena. Wie gesagt, es ist gefühlt Jahrtausende her, seit ich das gelesen habe. Aber das ist irgendwie bei mir ja festgehangen, auch die Details und was das angeht. Da bin ich eigentlich noch relativ positiv eingestellt, dass ich das noch so wiedergeben könnte, obwohl es, wie gesagt, Ewigkeiten her ist. Und mir hatte der Schreibstil und so an sich sehr gut gefallen. Und irgendwie bei Fairy Tale, muss ich sagen, hatte ich beim Durchlesen des Klappentexts auch irgendwie so ähnliche Grundgedanken, sage ich mal so, was die Geschichte angeht. Deswegen wollte ich das sehr, sehr gerne haben. Aber ich muss sagen, alles, was hinten drauf steht, ist eher so ein bisschen mysteriös, als jetzt wirklich etwas zum Inhalt zu sagen. Und zwar geht es hier wohl irgendwie um einen Schuppen hinter einer maroden viktorianischen Villa, der irgendeine Art von Anziehung ausübt. Ich weiß nur nicht genau, es wird wohl von der Geschichte des Jungen erzählt, der diesen Schuppen irgendwie entdeckt hat. Also ich bin sehr gespannt, was es einfach gibt. Deswegen, also vom Klappentext her sagt es mir jetzt hinten drauf nicht super viel. Es hört sich nur auf jeden Fall sehr mysteriös schon wieder an. Und genau, da bin ich halt super gespannt, was dann hinter dieser Geschichte sich verbirgt. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben zumindest schon mal hier so ein bisschen Wand, was wieder rausguckt. Und zwar ist als nächstes auch ein Buch eingezogen, wo ich schon die Hoffnung aufgegeben hatte, dass ich es überhaupt noch bekommen kann. Und zwar rede ich von einer Fortsetzung in einer Bücherbüchse-Edition. Und zwar war das erste, also der erste Teil war in einer Zauberbüchse drin. Ich habe einfach den Veröffentlichungszeitpunkt von dem zweiten Band verpasst. Und als ich es dann kaufen wollte, als ich es dann endlich mal gesehen hatte, war es halt ausverkauft. Und dann habe ich den Restock auch nochmal verpasst, meine ich. Es war irgendwie ein Drama. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und dann sind jetzt vor kurzem zum Glück ein paar Mängelexemplare noch in den Verkauf gegangen. Und ich wollte es halt unbedingt in dieser Edition noch haben, dass es halt zu meinem ersten Teil auch passt. Und zwar ist hier die Rede von He Who Drowned the World. Der strahlende Kaiser 2 von Shelley Parker Chan. Und ich finde es halt, also dieses Cover, ich finde es so schön. Ja, und ich wollte es jetzt, wie gesagt, noch in dieser Edition haben. Ich muss aber sagen, obwohl es halt ein Mängelexemplar ist, also ich weiß, wir haben halt hier so minimale Farbverlaufsfehler und hier unten ist halt so ein bisschen ein paar Schäden dran, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ich bereue es gekauft zu haben oder so. Deswegen, ich bin super gespannt, was diese Geschichte angeht, weil der erste Teil hörte sich auf jeden Fall schon super spannend an. Ich habe ihn nach wie vor natürlich noch nicht gelesen, wie ja, ein Großteil dieser Bücher.
aber deswegen auch kein Klappentext hierzu. Dann ein Buch, was ich wieder mit einer Freundin quasi zusammen bestellt hatte. Also wir haben beide das gleiche bestellt, weil das wird unser nächster Buddy Read vermutlich, je nachdem wie wir mit unserem aktuellen durchkommen und je nachdem, ob dann schon Solaris 5 draußen ist. Wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ein Buddy Read, den wir irgendwann zusammen planen. Und zwar war das das April Book Only bei der Chest of Fandoms, meine ich. Und das Motto war irgendwie Morally Grey. Und das hat ja, den Namen von uns beiden gerufen. Und da dachten wir, komm, bestellen wir uns dieses Buch einfach. Und ich hatte so extrem Glück. Ich hatte wirklich so extrem Glück, weil bei einem meiner vielen Shopping-Abenteuern, da hatte ich dieses Buch tatsächlich im Buchladen schon in der Hand und ich habe es wirklich eine Runde komplett durch den Buchladen getragen, bevor ich mich dann irgendwie doch noch dagegen entschieden habe. Und als ich dann das Wochenende darauf nach Hause kam, war ich einfach nur froh, dass ich es habe liegen lassen, weil dann war eben dieses Paket angekommen und ich habe es aufgemacht. Ich war so, oh mein Gott, das war jetzt wirklich einfach nur Glück. Und zwar ist die Rede von House of Beating Wings, Kingdom of Crows von Olivia Wildenstein. Oh, es ist einfach so, oh mein Gott. Und dieser Farbschnitt, ich finde ihn so schön im. Oh ja, doch. Also so zusammen mit dem Cover. Richtig, richtig hübsch. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Geschichte, die sich sehr magisch anhört. Es geht wohl auch, meine ich, um Fae. Und die Protagonistin in dieser Reihe ist wohl eine Magielose. Und sie wird so von allen irgendwie gehasst, bis auf einen, nämlich den Prinzen von diesem Königreich. Und sie bekommt dann irgendwie den Auftrag oder sie hilft dabei, eiserne Reliquien zu sammeln, um den derzeitigen Monarchen zu stürzen, um halt stattdessen dessen Bruder zu krönen. Dann gibt es wohl irgendwie auch noch irgendeine Prophezeiung. Also ich weiß nicht so ganz genau. Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und es wird auch eine komplette Reihe. Also hier vorne stehen auf jeden Fall schon mal vier Bücher insgesamt drin aus dieser Reihe. Band 1 hier House of Beating Wings, Band 2 House of Bounding Hearts, Band 3 House of Striking Oaths und Band 4 House of Shifting Tides. Und ich bin super gespannt. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, wann die alle rauskommen, aber und ob die Reihe dann mit diesen vieren tatsächlich dann abgeschlossen ist. Aber es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Und ich finde es auch schon mal gut, dass es dann wirklich mehrere Bände gibt, weil das hört sich doch sehr komplex an auch. Das ist auf jeden Fall. Ja, in mehrere Bände ja, reinpassen könnte die Story. Deswegen bin ich super gespannt, was das hier angeht und was mich da erwartet oder uns erwartet bei dem Buddy Read dann. So, als nächstes ist ebenfalls eine Vorbestellung bei mir eingetroffen und zwar auch von Chester Fandoms, nämlich der zweite Band von Infernas, Queen of Embers von Melanie Lane. Den wollte ich einfach auch in dieser Edition haben, weil Teil 1 habe ich halt auch in der Chest of Fandoms Edition und den finde ich wunderschön und ich kann es kaum abwarten, die so nebeneinander zu stellen. Ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Hier weiß ich tatsächlich nicht wirklich irgendwas von, aber ich lese ja auch den Klappentext schon wieder nicht vor, weil es einfach auch ein zweiter Teil einer Reihe ist. Ich glaube aber, die ist mit diesem Band dann abgeschlossen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall auch in Richtung Romantasy geht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob so eine Art Hades und Persephone, also ganz grobe Nacherzählung irgendwie war. Okay. Als nächstes ein Buch. Oh mein Gott, ich freue mich so auf diese Geschichte. Oh mein Gott. Und zwar ist es das erste Spin-off aus der Kingdom of the Wicked-Reihe von Cary Maniscalco. Nämlich Throne of the Fallen verführt. Oh mein Gott, ich finde, es ist so hübsch. Oh, es ist so hübsch. Ich meine, das hier ist auch die Bücherbüchse-Edition. Ich glaube schon. Sobald ich gesehen habe, dass da noch was aus diesem Universum rauskommt, muss ich sofort vorbestellen. Und ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich hatte ja wirklich gehofft, dass die anderen Höllenfürsten auch noch ihre eigenen Geschichten bekommen. Ich hoffe nach wie vor auf Sloth, dass der definitiv irgendwann auch dran ist. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommen da auf jeden Fall noch ein paar einzelne Bände. Das sind aber, wie gesagt, das ist ein Einzelband. Die Geschichte ist abgeschlossen. Und ich hoffe, wie gesagt, die anderen bekommen auch noch Einzelbände. Das wäre wirklich ein absolutes Träumchen. Hier geht es um den Fürst des Niles. Und den, finde ich, hatten wir schon relativ häufig auch in der Originaltrilogie. Hatten wir schon ziemlich viel Kontakt, sag ich mal, mit ihm.
deswegen kennen wir ihn ja schon ziemlich gut. Er trifft dann auf die Galeristin und Kunstexpertin Camilla oder Camilla. Und wegen der Suche nach einem Kunstobjekt müssen die beiden dann notgedrungen zusammenarbeiten. Und dort begeben sie sich dann auf eine abenteuerliche Reise über die schillernden Dämonenhöfe bis ins sinnliche Reich der Vampire. Und dabei müssen die beiden versuchen, der gefährlichsten Falle von allen auszuweichen, nämlich der Liebe. Und ich liebe diese Welt. Also ich habe ja die Kingdom of the Wicked Reihe auch schon ziemlich, ziemlich gemocht. Oh mein Gott, ich habe sie geliebt. Und deswegen bin ich jetzt einfach nur erleichtert, dass es jetzt weitergeht. Und ich kann es gar nicht abwarten, hier ja, die Geschichte von Envy endlich zu lesen. Und oh mein Gott, ich freue mich so auf dieses Buch. Es ist auch ein ziemlicher Brocken. Es hat, oh wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Es hat tatsächlich 734 Seiten. Obwohl, es ist schon. Ich glaube aber irgendwie durch den Farbschnitt oder so sieht es gar nicht so massiv aus, aber es hat sehr viele Seiten. Also es ist ein ganz schöner Klopper, aber das finde ich auch sehr gut, weil ich hoffe einfach, dass die auch, klar, die Hauptgeschichte ist, sind drei Teile. Und da hat man ja dann auch ausreichend Zeit, die Story komplett aufzubauen und so, was ja auch sehr gut ist. Und jetzt kennen wir die Welt ja schon, heißt, da ist auch eine Menge Worldbuilding und sowas, wird wahrscheinlich hier drin nicht sein, aber ich bin so gespannt. Ich freue mich so wieder in diese Geschichte abzutauchen. Oh, ich bin so gespannt auf dieses Buch. Oh. Der Stapel verkleinert sich. Oh, ja. Als nächstes ein Buch. Da habe ich mich seit letztem Jahr drauf gefreut. Denn es ist endlich der zweite Teil der Black Oasis-Reihe von Nicole Knight und Lily Maine rausgekommen. Ich könnte ausrasten. Ich könnte wirklich ausrasten. Ich habe mich so auf diese Geschichte gefreut, weil hier geht es um einen Charakter, den habe ich schon in Teil 1 so richtig gefeiert. Nämlich auch, also er ist dann, das ist wieder eine Monster-Romance und zwar geht es um Lau. Ich spreche ihn wahrscheinlich komplett falsch aus. Den hatten wir halt schon in dem ersten Teil kennengelernt und da war irgendwie auch schon so ein bisschen klar, dass er auf jeden Fall auch sein eigenes Buch bekommen wird, weil irgendwie hat er ständig irgendwelche ganz komischen Fragen über Menschen und Verhalten von Menschen gestellt und da waren wir schon so, irgendwas hat er doch. Und diese Geschichte werden wir dann jetzt im zweiten Teil endlich erfahren. Ich bin so gespannt. Das nächste Buch war tatsächlich auch ein ziemlicher Spontankauf, einfach. Ich hatte es vorher noch nie gesehen. Ich glaube, das ist auch relativ neu. Und da dachte ich mir, damit kann ich eigentlich nichts falsch machen, weil es hört sich doch ziemlich stark nach etwas für mich an. Und zwar ist hier die Rede von Wir sind wild und wunderbar von Anita Kelly. Ich fand das Cover einfach total ansprechend. Ich weiß auch nicht, es hat mich einfach, weiß nicht, angelächelt und da habe ich es einfach mal mitgenommen. Und zwar geht es hier um Alexei, der ist wohl, der macht eine Wanderung am Pacific Crest Trail und er hat sich so auf alles vorbereitet, auf wilde Tiere, gefährliche Aufstiege, Blasen und monatelange Einsamkeit. Womit er dann aber gar nicht gerechnet hat, ist Ben, ein kontaktfreudiger, attraktiver, lebenslustiger Fremder, den er direkt am ersten Tag seiner Wanderung vor einer Klapperschlange retten muss. Und irgendwie treffen die beiden sich dann auf diesem 2500 Meilen Wanderweg immer wieder. Und dann stellt sich halt die Frage, ob das irgendwie Zufall sein könnte und ob sie einfach ja, zusammen diese Reise gehen sollen. Und ich finde, das hört sich einfach nur richtig süß an und auch witzig wegen dieser Klapperschlange. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es wird einfach eine ja, locker leichte, fluffige, witzige Romanze. Als nächstes habe ich mir jetzt auch die Fortsetzung einer Reihe gekauft. Zwar hängen die, glaube ich, nur ganz, ganz lose miteinander zusammen. Aber ich bin schon super gespannt, wie es weitergeht oder halt auf die zweite Geschichte. Nämlich ist es der zweite Teil der Trials of Fear-Reihe von Nikki James. In dieser Reihe werden ja immer pro Buch wird da eine bestimmte Angst in den Fokus gestellt oder eine Phobie oder wie auch immer. Und in Band 1 fand ich das ja schon sehr interessant und jetzt hier im zweiten bin ich auch schon super gespannt. Der heißt nämlich Shades of Darkness und ich glaube, hier geht es um jemanden, hier geht es um einen Mann, der irgendwie nur noch in der Dunkelheit leben kann, weil irgendwie ein Streich furchtbar schiefgegangen ist in seiner Vergangenheit und seitdem hat er eben diese Angst vor der Helligkeit oder vor der Sonne, meine ich. Richtig interessant.
Und der bekommt dann irgendwie einen neuen Therapeuten, nämlich Adrian. Und Adrian ist irgendwie so, ich glaube, frisch von der Schule irgendwie, frisch mit dem Studium oder sowas fertig. Und Rory ist dann sein erster Patient. Und irgendwie kommen die beiden dann ja, zueinander oder wie auch immer, dass die auf jeden Fall zusammenkommen. Und das finde ich halt schon mal sehr interessant, so diese Paarung einfach so Therapeut und Patient, das finde ich schon mal sehr interessant, aber auch, wie gesagt, wieder diese Angst finde ich auch wieder sehr interessant und bin schon gespannt, wie es dann in diesem Teil behandelt wird, weil, wie gesagt, im ersten hat es mir ja sehr, sehr gut gefallen und möchte auf jeden Fall irgendwann die komplette Reihe hier bei mir zu Hause stehen haben und jetzt dachte ich mir so, kurz vorm Juni, weil da habe ich natürlich wieder so ein kleines Pride-Special geplant, kann ich es einfach perfekt dafür kaufen und kann es dann im Juni hoffentlich lesen. Auch das nächste Buch ist von einer Reihe, die ich sehr interessant finde und mit der ich schon länger irgendwie so ein bisschen liebäugel, ob ich sie mir komplett kaufen soll oder nur einzelne Teile daraus. Ich glaube, es sind insgesamt 16 Bücher oder sowas um den Dreh. Und zwar geht es in jedem Buch um eine Horror-Neuerzählung. Und ich habe jetzt einfach mal den ersten Band der kompletten Reihe gekauft, aber wie gesagt, die sind alle abgeschlossen und jedes Buch hat einen anderen Autor dieser Reihe auch. Da haben sich verschiedene, ich glaube, Monster-Romance-Autoren. Das weiß ich jetzt nicht sicher, ob es alles Monster-Romance-Autoren sind, aber auf jeden Fall bin ich auf diese Reihe aufmerksam geworden, weil Lily Maine auch ein Buch geschrieben hat, aber ich glaube, das ist das dritte oder sowas. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Und kauft es einfach mal und guck mal, ob das für mich was ist. Aber wie gesagt, es sind halt alles unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Schreibstile. Also ich glaube, da kann man wirklich einfach danach gehen und die Storys nur kaufen, die einen interessieren. Aber ich ja, zeige halt Interesse an der ganzen Reihe und dachte mir, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Das ist nämlich der erste Teil der Monsters and Mayhem-Reihe. Und Band 1 ist Lightning Born von Sam Burns. Ich bin sehr gespannt, denn das ist eine Frankenstein-Neuerzählung oder eine Horror-Neuerzählung von Frankenstein. Und hier geht es wohl um die Liebesgeschichte. Das ist nämlich alles auch noch irgendwie so in Richtung Romance, Boys Love mäßig. Und hier geht es um das erweckte Monster, das wohl Davidson genannt wird. Und der Doktor hat dieses Monster eben erschaffen, um einen Liebhaber wohl zu haben. Also Davidson kann irgendwie auch nicht reden, nachdem es erweckt wurde, was den Doktor an sich so gar nicht stört. Aber so kann Davidson ihm gar nicht sagen, dass er eigentlich eher Angst vor diesem Doktor hat, anstatt ja, ihn zu lieben oder was auch immer. Und dann ist da aber auch noch Gio, das ist der Assistent von dem Doktor. Und der versteht Davidson komplett und irgendwie kommen die beiden dann, glaube ich, zusammen. Nur das wird dem Doktor vermutlich ganz so gar nicht gefallen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, in welche Richtung das dann geht. Als nächstes ein Buch, was ich zu Ostern bekommen habe. Ach, und das ist auch eine Buchreihe, mit der ich schon sehr lange liebäugel. Aber ich hatte mich irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich wollte die unbedingt in so einer bestimmten Edition haben. Dann ist die aber so extrem teuer und dann hatte ich mir jetzt einfach doch das Taschenbuch gewünscht. Oh, das übliche Drama. Und zwar ist es eine Reihe, von der ich gar nicht mitbekommen habe, dass inzwischen, glaube ich, 6 oder 7 Teile draußen sind. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Und zwar spreche ich von der Duskwalker Brides-Reihe von Opal Rain. Und zwar ist Teil 1 hier A Soul to Keep. Ich bin sehr gespannt, was diese. Oh, ich bin so gespannt, was diese Reihe angeht. Ich höre so viel Gutes darüber und es ist halt auch Monster Romance. Und hier geht es irgendwie so um ein Dorf oder um eine Gemeinde. Und die wissen auch, dass Monster irgendwie existieren. Und die Familie oder eben nur die Protagonistin, die ist von diesem ganzen Dorf irgendwie so ein bisschen ja, abgegrenzt. Die glauben irgendwie, dass sie ein schlechtes Omen oder ein böses Omen ist und dass sie irgendwie Gefahr in das Dorf bringt. Und ja, dieses Dorf oder dieser Ort, der opfert dann irgendwie auch immer, ich weiß nicht, pro Jahr einen oder sowas, an eben diese Monster, dass die Monster die halt in Ruhe lassen. Und da eben der Zweifel der anderen Dorfbewohner immer größer wird, ist es keine Überraschung für sie, als sie dann ausgewählt wird und einfach geopfert wird. Was sie aber nicht
gedacht hat, ist, dass das Monster, was dann auf dieser anderen Seite quasi auf sie wartet, ja, nicht das Monster ist, was die anderen in diesem Dorf einfach glauben, sondern dass er eigentlich ganz nett ist. Und dann bekommen die beiden eben, ja, die werden dann irgendwie wie so eine Art Partner. Dann ebenfalls eine Reihe, mit der ich schon länger so ein bisschen liebäugel. Und zwar ist es die, falls ihr keine Spinnen sehen könnt oder irgendwas, was spinnenähnlich seid, dann schaltet kurz am besten ab, bis ich euch irgendwie ein Zeichen gebe, am besten so. Und zwar ist es auch eine Monster-Romance, und zwar Ensnared, The Spider's Mate Book One von Tiffany Roberts. Die Reihe habe ich auch in der Monster-Romance-Bubble so ein bisschen sehr häufig schon gesehen. Es ist eine dreiteilige Reihe, soweit ich weiß. Und ich bin super gespannt. Also, es hört sich total interessant an. Und zwar geht es hier eben um diesen Spinnentypen. Und der wird irgendwie von der Königin gezwungen, sich mit dieser irgendwie zu verpaaren oder sowas. Das möchte er aber gar nicht. Deswegen flieht er dann in den Dschungel. Und in diesem Dschungel findet er dann etwas, womit er gar nicht gerechnet hat, nämlich einen Menschen. Und ja, das überrascht ihn komplett und über, ja, er greift ihn einfach und er möchte sie dann natürlich behalten, glaube ich. Weil die haben dann auch natürlich ziemliche Kommunikationsschwierigkeiten, weil sie einfach nicht dieselbe Sprache sprechen. Und er möchte sie dann einfach für sich behalten. Und es ist ihm dann egal, ob sie das überhaupt möchte oder er fragt sie halt nicht mehr, er nimmt sie dann einfach irgendwie mit in sein Nest. Und ich finde, das hört sich so genial an und ich glaube, das könnte auch extrem witzig werden. Weil ich denke, ihr wird es ganz und gar nicht gefallen, wenn sie da einfach mitgenommen wird von irgend so einer Spinne, von so einem Spinnentypen, der sie dann ja, einfach entführt quasi. Und deswegen bin ich super gespannt. Es ist ja, wie gesagt, eine dreiteilige Reihe. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es in jedem Band ja, um dieselben geht quasi. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf diese Geschichte. So. An dieser Stelle kommt jetzt ein kleiner, schneller Cut für euch, denn das wisst ihr noch nicht, oder das wusste ich einfach noch nicht zu Beginn des Videos. Es ist extrem lang geworden und deswegen werde ich das Video einfach zwei teilen, dass ihr da Bescheid wisst. Deswegen kommt jetzt hier ein abrupter Cut. Aber ja, nächste Woche kommt dann auch der zweite Teil direkt online, denke ich. Denke ich. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Da könnt ihr mir auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon auch eins der Bücher schon ja mal gesehen habt oder ob ihr es auch auf der Wunschliste habt und ja, wie ihr die Bücher so findet, ob ihr davon eins kennt, das Übliche und natürlich, was bei euch alles eingezogen ist. Und ja, deswegen an dieser Stelle jetzt hier ein Cut. Jetzt beende ich das Video und würde einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video, der zweite Teil des Hauls, wieder.